kann losgehen, Grünschnabel. Um in der Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 den ersten Boss Kane zu besiegen, solltet ihr zunächst den Blut Titan erledigen, damit er euch während des richtigen Duells nicht mehr stören kann. Sobald Kane euch vor die Flinte läuft, umkreist ihr ihn, geht in Deckung, wenn er besonders aggressiv angreift, setzt euer Schild ein, um euch vor direktem Beschuss zu schützen und versucht einfach, ihn möglichst kontinuierlich zu beballern. Besonders wichtig, eure Spezialwaffe, welche dem Feind einen großen Teil seiner Lebensenergie abziehen kann. Aber aufgepasst, neben seiner normalen Energieleiste verfügt Kane, wie auch alle anderen weiteren Bossgegner, über eine Schildleiste, die sich nach einer gewissen Zeit wieder füllt. Um Kane Schaden zuzufügen, müsst ihr erst einmal diesen Schild entfernen. Versucht zudem, Kane niemals zu nah an euch herankommen zu lassen. Sein feuriger Nahangriff setzt euch nämlich arg zu. Wir können gerne weiterkämpfen, aber... Sollte euer eigener Energievorrat zur Neige gehen, ist das kein Grund zur Panik. Auf der Map verteilt liegt eine große Anzahl an Lebensenergie regenerierenden Batterien herum, deren Position euch sogar angezeigt wird. Du kannst weglaufen, du kannst dich verstecken, aber dieser Titan wird mir gehören, so oder so. Kanes Feuerstrahl, der jede Menge Schaden mit sich bringt, könnt ihr übrigens auch via Schild blocken. Ansonsten weicht ihr einfach aus, indem ihr zur Seite springt oder hinter Objekten in Deckung geht. Was für denn was, Anfänger? Sobald Kanes Energie ganz zur Neige gegangen ist, gebt ihm entweder via Nahkampfattacke oder einfach weiterhin aus der Ferne Saures. Gratulation! Euer Gegner ist besiegt und Protagonist Connor kann seine Reise fortsetzen. Gute Arbeit, Pilot. Kanes Helm vom Gerät ist noch intakt, Pilot. Wir sollten es bergen.